Und damit willkommen zurück zu Mario Kart 7. Heute fahren wir den Münzschlachtmodus. Und ja, mit wem fahren wir denn heute das Ganze? Ja, ach komm, Daisy. Ja, Daisy freut sich schon. Daisy freut sich. Okay, und dann nehmen wir das Ganze. Guck mal, das Yoshi-Ei, das haben wir hier auf Mario Kart 7 wieder. Und dann nehmen wir. So viele Reifen gibt es ja gar nicht, ne? Nehmen wir Retro. Retro, weil Retro oder Schwamm oder Holz. Ja, nehmen wir Holz. Holz und dann haben wir noch einen anderen Gleiter. Nö, haben wir noch einen Dorngleiter. Den gibt es natürlich in Mario Kart 8 auch nicht. Den habe ich noch hier in dem Spiel relativ spät, glaube ich, freigeschaltet. Habe ich zumindest sehr spät freigeschaltet. Aber ja. So, dann das Ganze genauso wie vorher auch. Items, guck mal, hier kann man wirklich nochmal einstellen, dass es nur folgende Items gibt. Also hier kann man sich die Bombenschlacht quasi anders schon mal herbauen oder nur Pilz oder sonst was. Aber sowas machen wir nicht. Das Ganze spielen wir auch nicht im Teammodus, sondern auch wieder einzeln. Und dann, genau, den Kampfkurs 1, den sind wir jetzt schon gefahren, den kennen wir jetzt schon. Das heißt, den fahren wir später nochmal. Das heißt, wir fahren erstmal den Riesendonut. Also. So, vom N64 rebootet auf dem, wer ist denn das, im 3DS. Und nun fahren wir im Yoshi-Ei mit Daisy. Eine Frechheit. Und da habe ich erst mitgenommen, die Biene, Honigkönigin heißt sie, nicht Bienenkönigin. Und, ja, habe ich da jetzt Mario Kart. Ah ja, mein Ziel sind Münzen. Mein Ziel sind die Münzen. Das war, muss ich mir jetzt gerade auch ein bisschen vor Augen halten. Nimm die Münzen mit. So, ich habe nur 2 Münzen bisher. Habe ich jetzt wirklich gerade nur Bombs eingestellt? Das war natürlich mein Fehler. Upsala. Habe ich da echt nicht drauf geachtet? Naja, dann muss ich jetzt gleich nach der Runde umstellen. Dann spielen wir jetzt halt eine Runde Bombenschlacht mit nur Münzen sammeln. Ist doch auch in Ordnung. Somit haben wir es auch mal gesehen. So, und hier kann man natürlich auch nochmal langfliegen. Und hier in der Mitte lang, ja, huschen und so ungefähr. Wario, du hast viele Münzen. Das ist natürlich nicht so gut, dass du so viele Münzen hast, im Gegensatz zu uns. Wir haben jetzt 10. Ah, ich wollte hier gerade wieder driften, so ein bisschen wie like Mario Kart 8 mit der Bremse so ein bisschen. Aber das geht hier ja gar nicht. Ja, und da wurde ich auch, gleich noch einmal bestohlen. Die CPU kann das selber ja auch tun. So, hier haben wir noch einmal 9 Stück haben wir jetzt. Und, ja, 10 Münzen, das ist, ja, unser Soll, was wir jetzt wohl brauchen. Und 10 Münzen ist ja auch theoretisch das Maximum. Deswegen haben wir 10 Münzen. So, nein, also ja, nächste Runde. Aber ich muss immer trotzdem zurück. So, jetzt alles auf alle. Und dann haben wir es ganz auch richtig. So, und dann fahren wir vom Nintendo DS das Palmenblatt. Ja, das war eine der Arenen, die ich am meisten gefahren bin. Überhaupt auf dem DS. Auf dem 3DS gar nicht so viel. Auf dem DS hat man einfach viel mehr Arenen gehabt. Deswegen habe ich dann da trotzdem noch viel mehr Mario Kart DS gespielt gehabt. Und hier war, ich glaube, das war die Taktik von vielen, sich einfach hier auf der Mitte aufhalten, weil hier auch immer viele Items sind. Und trotzdem failen. Aber irgendwie so in die Richtung. Sie sind Zeug zu sammeln. So. Und da wurde ich auch nochmal getroffen. Also funktioniert gerade gar nicht so gut. So, Peach, du bist böse. Warum klaust du mir hier die Münze? Holen wir uns unsere eine Münze zurück, die wir haben. Und dann legt man hier so ein paar Items hin. Aber wie man sieht, guck mal, da werde ich ja auch noch getroffen. Da werden uns auch die Items gestohlen. Eine Frechheit. So, aber nur zufällig mal eine Bombe. Aber ja, tatsächlich, ich war ja, ja gut. War ja offensichtlich, dass ich Pipiger war. Ihr werdet ja wohl auch noch gesehen haben.
Von wegen, dass ich jetzt Bauamt eingestellt habe. So, da liegt eine Münze. Die Münze nehmen wir mit. Genau, früher war natürlich hier das Element, dass Yoshi mich trifft. Nein, dass man hier natürlich, wenn das Wasser hochkam, dass man dann natürlich dann zusehen musste, dass man wieder an Land kommt. Weil das Willkommen da damals ja. Ich kann mich heute gar nicht zusammenfassen. Damals konnte man überhaupt gar nicht tauchen, deswegen war das dann damals anders. Und jetzt ist es halt. Ja, gar nicht so schlecht, ne? Das ist, jetzt geht das ja alles und so. Digga, Mario, was soll das denn? Was? Genau, so wird man dann immer nochmal auseinandergenommen. Das ist natürlich auch legitim. Also früher habe ich den Münzenmodus auch immer gar nicht so gern gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, Mario Kart 8 ist ja jetzt deutlich besser. Und schwuppdiwupp, siehst du, da wird man doch nochmal getroffen. Und muss mich jetzt mit zwei Münzen hier zufrieden geben. Aber das ist auch in Ordnung. Damit sind wir auf dem dritten Platz. Und ja, jetzt beginnen unsere Punkte von vorne. Aber mein Gott. Mein Gott, das ist jetzt weltbewegend an der Stelle. Weltbewegend. Ich finde ja sowieso nervig, dass in Mario Kart 8, wie heißt denn das, Mario Kart 7, dieses ganze Ding immer auf 4 Runden limitiert ist. Das ist, finde ich, im Nachhinein ganz schön nervig, dass man auch nicht immer einstellen kann, gut, dann spielen wir jetzt so 3 Runden oder sonst was. Nein, das muss es partout immer 4 Runden sein. Du kannst auch nicht mehr einstellen, das geht auch nicht. Nach 4 Runden ist immer Schluss. Und ja, muss das sein? Da, meine Münze, die nehme ich mit. Und dann. Toddy. Oh, das war knapp. Die nehme ich. Die wollte ich. Die kriege ich aber nicht. Da war die, habe ich bekommen. Und da wird Bowser erstmal eine Runde getroffen. So, hier läuft es schon mal ein bisschen besser wieder. Oh, ein bisschen aufpassen hier. Unser Ziel ist unsere Münzen. Vielleicht sollten wir gar nicht so viel selber angreifen. Vielleicht sollten wir einfach nur zusehen. Sammeln die Münzen. Alles wird gut. Und dann bist du fröhlich. Es sei denn, man fährt in den Yoshi rein. Der nimmt einen natürlich dann komplett auseinander. Aber sonst ist alles gut. So. So, und so kann man zum Beispiel Wario auseinandernehmen. Aber nach 10 Münzen ist tatsächlich Schluss. Also ich kann maximal 10 Münzen sammeln. 9. 10. So. Und dann schnappe ich mir nochmal hier. Da kommt dann über den Blick eine. Und 10. Ist tatsächlich finito. Also mehr als 10 brauche ich gar nicht sammeln. Jetzt brauche ich mich wirklich nur noch hier darstellen. Zum Beispiel Yoshi ein bisschen weiter runter knocken, wenn ich Yoshi finde. Yoshi ist gerade in der Nähe. Da ist Yoshi. Nein. Und da ist er doch. Aber den kriege ich nicht. Ich meine, ist auch vollkommen in Ordnung. Wollen wir Yoshi doch mal ein bisschen was gönnen. Yoshi ist ja auch meistens ein bisschen lieb, ne? Aber nur ein bisschen. So, und damit haben wir jetzt hier ein paar Punkte mehr. Und dann kommt unsere nächste Runde. Mal sehen, welche Strecke nehmen wir dann jetzt. Jetzt haben wir eine Nitro-Strecke, eine von den neuen, die wir dann jetzt fahren dürfen. Dann nehmen wir doch... Ja, das Naschparadies. Nehmen wir doch das. Da, sprechen. Nee, Sonntag. Sonntag ohne Sprechen, bitte. Was? Ja, so, unsere dritte Runde. Aber es ist offiziell unsere letzte Runde und unsere vierte Runde. Aber ja. Big Brain? Big Brain Daisy? Big Brain Retro? Das lief ja wohl mal irgendwie sonst wohin. Hallo Bowser. Hier, noch mehr Münzen. Boing, das schleudert so ein bisschen. Und warum leckt das Spiel? Warum leckt das Spiel? So, ah, fies. Einfach leckt deine Karte kurz.
Besonders weil ich auch gerade oben gucke und dann so, hä, was bleibt denn das Spiel jetzt einfach mal stehen? Und unbewegt sich alles weiter und ich fahre dann trotzdem weiter. Ja, Yoshi, ich habe meine 10 Münzen. Hast du die jetzt auch? Du hast auch nochmal Glück, Wario. Ich wollte dich ein bisschen vom Thron knocken. Jetzt habe ich dich. Ah, gut, Pinguine machen nichts. Die sind nicht böse. Aber ich kann ja trotzdem die Münzen dadurch einfach nur wegstehlen, sodass die einfach keine Münze bekommen können. Das macht natürlich Sinn. Dass ich natürlich dann meine Position so ein bisschen halten kann. Beziehungsweise jetzt habt ihr auch wieder einen Anreiz, ein paar Münzen zu sammeln. Das Ganze machen wir natürlich dann wieder ganz normal. So. 7 Münzen hat die Honigkönigin. Da, unsere 10. Münze wieder. Und dann beginnt auch die letzte Minute. Boah, Yoshi. Nee, Honigkönigin. 9. Und irgendwo wird auch noch die letzte Münze kommen. Zum Beispiel da liegt jetzt eine. Nicht mehr. Yoshi hat jetzt gar keine Münzen mehr. Oh, Yoshi, du hast die A-Karte. Na gut. Na gut. Ja, und damit haben wir auch alle Arenen gespielt. Pro Part 4 Stück. So soll das sein. Die Runden oder die Parts hier sind noch ein bisschen kürzer nochmal als die anderen, würde ich sogar schätzen. Und ja, dann möchte ich noch gerne mit euch ein oder zwei Parts im Online-Modus spielen. Muss man überlegen, ein oder zwei. In der gleichen Länge. Vielleicht wären es zwei, dass ich dann so 8 Runden nochmal spiele. Dass wir auch eine gerade Nummer haben mit dem Let's Play. Also, in diesem Sinne war es das dann auch schon wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ciao!